Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Part hier in Sonic Forces. Im letzten Part, wie man hier unschwer erkennen kann, haben wir, wie gesagt, im letzten Part gegen Dr. Eggman gekämpft. Im Egg Dragon Style, Classic Sonic. Und dann fangen wir nun weiter an hier in Level 12. Park Avenue. Sonic und Silver müssen sich erholen. Wir sind mit dem Feind in Seaside Hill beschäftigt. Wir haben niemanden übrig. Die achte Einheit hier! Wir sind unter feindlichem Beschuss festgenagelt! Nun, da habe ich wohl keine Wahl. Okay, Rekrut, ich habe eine Aufgabe für dich. Kehre in die Stadt zurück und rette die Zivilisten. Das machen wir. Tja. Machen wir jetzt hier weiter. Level 12, City Park Avenue. Oh yeah. Dauert immer so ein bisschen. Was ist mit den Leuten, die wir nicht evakuieren konnten? Es blockiert. Wir sind mit Feinden beschäftigt und können nicht nach Zivilisten suchen. Wir stecken mitten im Kampf, können auch nicht helfen. Du bist unsere letzte Hoffnung, Rico. Die Rettung liegt in deinen Händen. Oh, cool. Dass wir dafür diesen Würfel da. Ja, was ich eigentlich sagen wollte, das ist halt das, was man doch mal aus dem Trailer gesehen hat, ne? Das sah richtig geil aus. Wieder hier wunderbare Musik am Start, auf jeden Fall, wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich mich mit das richtig lappenhaft treffen lassen. Das Speed können wir hier leider nicht machen, ist ein bisschen schade. Na gut. Fallen. Es ist ein Würfel, aber. Es ist fungiert als Würfel. Hey, warum werde ich die ganze Zeit nur getroffen? So, als ob die ganze Zeit irgendwelche Raketen noch geflogen werden. So, ich dachte, hä? Wofür diese komischen blauen Ringe da, die wir währenddessen noch dazu einsammeln? Hat das irgendeine Funktion? Hey, ist sogar so ein Asteroid-Wisp. Den hätte ich auch benutzen können, ne? Ach, egal. Ein Feuer auch? Jetzt wird er der Würfel. Nice. Drücke X, um eine Plattform zu erstellen, auch mitten in der Luft. Okay. Hat aber gerade nicht so viel gebracht irgendwie, ne? Okay, muss ich nochmal benutzen, komm. Hey, wo ist denn der? Der ist gar nicht mehr da. Ja toll, was hältst du? Achso, muss ich jetzt so springen. Na nee, gut, dann machen wir es halt so. Ist jetzt auch nicht so weiteres schlimm. Gute Arbeit. Sehr beeindruckend. Puh, du hast es dir wirklich gezeigt. Komm schon, wie soll ich das denn überbieten? Tja, wir sind halt so krass, ne? Ne, wir können hier keinen Spin-Dash ausführen, scheiße. Speed, okay, gerade auch so hinbekommen. Jetzt wird das so ein Asteroid-Wisp dabei. Weg mit euch. Sind die blauen Ringe überhaupt, die wir immer währenddessen einsammeln bei dem Würfel, irgendeine Bedeutung überhaupt? Wird schon für irgendwas sein. Und zwar keine Ahnung wofür, aber wird schon für irgendwas sein. Wir haben die feindlichen Linien durchbrochen. Die Rettung ist im Gange. Der Flugweg ist gesichert, also kommen alle sicher raus. Sich das Blatt langsam. Na, bis jetzt läuft's gut. Bis jetzt läuft's gut. Alles, da war ein Ring. Weißt du, das habe ich jetzt für Kacke gemacht hier. Warte mal, benutzen nochmal. Komm schon. Ach so. Ja, jetzt bin ich wenigstens auf dem richtigen Weg. Komm, dich pulverisieren wir alle weg hier. Alle weg mit euch. Ich finde den Würfel eigentlich recht geil. Und der Asteroid ist irgendwie cooler. Gut, dann müssen wir es doch so. Nein, das war jetzt aber kein. Okay, ich habe zum Glück noch nicht verkackt. Und zum Glück auch nichts bereut. Dass man hier sogar nach unten gehen kann. Ich dachte, ich war schon tot. Einwandfrei. Ja, das hätte jetzt nicht sein dürfen, ne?
Das war jetzt nicht so geil. Okay, das sind ja nur so Fliegenroboter. Die können wir ja nicht einfach so angreifen mit dem Würfel. Das geht ja nicht. So. Ja, einfach so. Ich habe noch nicht mal den Würfel benutzt. Ah, scheiße. Das war jetzt nicht so gut von mir. Nachricht von der Basis. Der Feind flüchtet. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. Einwandfrei. Also läuft es jetzt gut, mehr oder weniger? Ja, natürlich habe ich jetzt auch fast keine Ringe mehr. Na toll. Aber wir haben es wenigstens geschafft, möchte ich mal erwähnen. Wie auch immer. Einwandfrei. Und ein Rang S. Und eine weitere Bronzemedaille. Ach, das überspringen wir. So. Was bekommen wir diesmal? Okay, so ein Headset, cool. Ja, wirkt schon etwas cooler. Ah, ja. Ist cool. Naja, okay. Ein Cowboy-Hut. So eine Maske. Die Bowser Jr. etwas ähnelt. Merkwürdige Handschuhe. Irgendwelche Schuhe. Wieder irgendwas komisches. Ja, okay. So, heute haben wir es ja geschafft. Das wird im nächsten Lauf gut. Aber es gibt noch viel zu tun. Großartig. Ich wusste, dass du es schaffst, wenn du nur an dich glaubst. Na klar. Nicht schlecht. Aber wie sehe ich denn aus, wenn du im Rampenlicht stehst? Tja, Pech gehabt, ne? Gleich. Achso, Casino Forest. Ich habe es Casino Night gelesen. Okay, machen wir nochmal eine SOS-Mission. Mal schauen, ob ich es diesmal gebacken kriege und nicht so wie beim letzten Mal. So, wir bekommen so einen Leihavatar. Okay. Dann hoffe, dass ich das etwas mehr gebacken kriege als beim letzten Mal. Dann machen wir das jetzt hier schnell. Und dann machen wir weiter mit der Hauptstory. Die feindliche Fabrik ist in der Pyramide. Ich kann Verstärkung schicken, wenn ihr allein nicht klappt. Hey, wegen Leihavatar. Er hat doch gerade einen Leihavatar doch geschickt. Warum habe ich jetzt immer noch meinen normalen Avatar? Ja, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ist jetzt doch keine SOS-Mission oder was? Aber da war doch random irgendein Leih-Avatar, den ich bestimmt hätte auswählen müssen. Oder einfach so. Ach, ich weiß ja schon gar nicht mehr. Ach so, einfach weiter nach oben oder was? Ach, keine Ahnung. Das war jetzt irgendwie ein bisschen komisch gewesen, ne? Na, gehen wir nach oben. Dankeschön. Ah ja, da kann ich jetzt aber kurz wieder Power benutzen. Ach, jetzt geht's wieder los. Nice. Da wird er richtig geil. Hoffentlich kommt das oft vor. Ich mag den Soundtrack, der ist richtig geil. Können ja auch schneller, glaube ich, ne? Ja, machen wir das mal so. Boah, das war sogar arschknapp. Ach, das ist die Passage, wo ich so übelst verkackt habe. Das wird wieder bitter. Das wird wieder richtig bitter. Das weiß ich jetzt schon. So, hammer das. Wenn ich jetzt wieder verkacke. Boah, das war jetzt wieder so ganz knapp, ne? Aber einfach drüber springen, oder? Okay. Hallo, ich bin gesprungen. Ey, dieses Dreckslevel, ne? Ich bin sogar gesprungen. Ich wollte sogar diesen Verfolgungsangriff sogar nutzen. Hä? Was war denn das gerade für ein Scheiß? Ohne Witz. Alle, komm, ey, dann halt nicht. Mein Gott, ey, jetzt bin ich wieder leicht angepisst, ne? Ich kann's nicht glauben. Sonic lebt. Wenn für mich nie wieder ein Wunsch wahr wird, was das wert? Okay, wenn du meinst. Los,
Wir müssen ihn finden und ihm von Dr. Eggmans Plan berichten, was immer sein Plan ist. Dr. Eggman hat erwähnt, Sonic sei im Mystic Jungle gewesen. Ja, das war. Betonung liegt auf wahr. Aber gut. Machen wir das doch mal mit dem Classic Sonic halt nochmal durch. Ist ja kein Thema. Die Musik ist mal richtig merkwürdig. Wenn ich das richtig gehört habe, sollte Sonic hier sein. Komisch, dich um Hilfe bei der Suche nach Sonic zu bitten. Aber wir brauchen dich. Naja, ihr habt ja einen Deppen gefunden, der die ganze Drecksarbeit macht. mal eine Casino-Passage. Erinnert mich wieder an Casino Night, irgendwie so ein bisschen, ne? Du sollst nicht mal nochmal zurückgehen, ich bin schon weiter vor, ne? So, oder auch nicht, hä? Ja, okay, doch. Jetzt sind wir wieder auf richtigem Fuße. Zum Glück. Dieses komische Casino-Level, Andy, macht mich irgendwie leicht verrückt, irgendwie. Jetzt vielleicht, Dankeschön. Gut, dass es jetzt funktioniert hat, soweit. Nein! Oh, come on! Der Treffer. Nein! Hört auf! Diese scheiß Stachelkugeln. Okay. Dürfte ich da bitte da hoch? Dankeschön. Wir jetzt hier gleich als nächstes hoch, ne? Okay. Hier ist keine Spur von ihm. Vielleicht ist er weiter drin. Tja, da sag ich nur eins. Wer sucht, der findet. Ah! Ja, komm schon! Komm schon! Danke! Boah, belastend! Nee, ich möchte das hier benutzen. Diese komische trampolinartige Teil. Dankeschön. Nein! Geh nach oben. Es geht schnell. Nee. Oh. Ja. Danke. Nein, nein. Nach oben, 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 nach oben. Nein? Ich glaube, da unten ist das Safe, der Tod auf jeden Fall. Ja, klar. Lass mich noch. Ich lass mich noch zigtausendmal treffen. Ja, ich find's geil. Lecker. Ja, ist so in der Art. Tot, nicht tot. Okay, kein Tod. Dürfte ich mal weiter? Hallo. Ich mag diese Casino-Level irgendwie gar nicht, ne? Weil ich es nie gebacken kriege. Okay, jetzt schon. Durch Glück. Endlich mal. Alter, übelst viele Ringe. Na, das war es auch schon schade. Ich hätte gerne alle mitgenommen. Sonic würde nicht lange stillhalten. Oh, und schon geschafft. Einwandfrei. Einwandfrei. Aber keine Spur von Sonic. Er war da, jetzt aber nicht. Ja, wir sind ja etwas weiter. Jetzt von daher. So, was haben wir diesmal? Alles klar. Alter, das sieht richtig verstörend aus. Aber okay. Einwandfrei. Ja, es lässt sich sehen. Lässt sich sehen. Ah, schon wieder. Park Avenue diesmal. Krieg ich es irgendwann mal gebacken? Wäre schön. So. Noch ein Versuch. Yay. Kann ja nicht schaden. Ich hoffe, dass ich diesmal wirklich mal hinbekomme. Das wäre schon schön. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das nicht irgendwie... Ach, ich habe Blitz.
Warum aber jetzt wieder Blitz? Ah ne, jetzt ist es. Nee, jetzt ist übrigens ja gerade random. Ja, okay, gut. So. Ja, aber das müsste ich auf jeden Fall hinbekommen. Also wenn ich das jetzt wirklich nicht hinbekomme, dann ist das echt lachhaft. Ja, klar. Wie groß dieser Strahl nicht ist, ne? Für diesen Blitz. Ach, man kann damit auch etwas auch sprinten, ne? Sieht aber der Charakter hier, den wir bekommen haben, sieht aber schon richtig cool aus. Sieht das nur so aus, oder kann er etwas höher springen? Ich glaube, das sah nur so aus. Egal, so geht's auch. Ah, scheiße. Da war die Funktion schon vorbei. Ach, man kann hier sogar etwas warten. Aber hier ist nur Würfel und das andere Kramzeugs. Oh, nein! Ich hatte diesmal sogar die Gelegenheit dafür. Scheiße. Egal, dann halt nicht. Der Blitz ist aber auch irgendwie nice. Dankeschön, dass das jetzt funktioniert hat. Nee, ich wollte. Kann ich nochmal versuchen? Nee, das war schon. Das war schon der Versuch. Schade. Naja, gut, egal. Yo. Aber was ist denn jetzt? Dann spring wenigstens nach oben. Mein Gott, wenn du das nicht anders gebacken bekommst. So. Nachricht von der Basis. Der Feind flüchtet. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. Naja, einwandfrei auf jeden Fall. Ja. Ja, endlich meine SOS-Mission mal geschafft. Yay. Hat ja nur 10 Jahre gedauert. Wo kein S. Ah, schade. Hat es mir jetzt irgendwas gebracht überhaupt? Okay. Voll wieder! Das sieht übrigens verstörend aus. Okay. Naja. Lässt sich sehen. Sagen wir es mal so. Gut. Wir können ja wieder normal wieder weiter starten. Und zwar in Level 14. Das System zeigt einige seltsame Messungen an. Aus dem Labor, wo Sonic gegen Infinite gekämpft hat. Das ist vermutlich einer von Dr. Eggmans Robotern. Ich sehe zwei Lebensanzeigen. Definitiv keine Roboter. Rekrut, geh zum Labor und sieh dir das an. Diese Stimme von Rouge, ey. Aber hab ich ja schon mal beim letzten Mal schon erwähnt, das ist. Aber ja, Level 14 Mystic Jungle Aqua Vault. Nicht lange Zeit verschwenden hier. Aqua Vault. Das ist immer noch. Nee, das zählt auch noch zum Mystic Jungle. Ah, okay, gut. Okay. Merkwürdige Rutschpassage hier. Wow. Ja, hab ich bemerkt. Ja, schon. Zum Glück, dass ich nicht gehittet werde von diesen Käfer-Robots hier. Wie, ich hab Badnix oder so, oder wie die heißt. Ich weiß schon gar nicht mehr. Springen kann ich, aber nicht rückwärts. Ja. Yeah. Ich komme mir vor wie beim Skeleton oder Bob vorn, dass man nicht irgendwelche Banden treffen muss, sonst fliegt man raus oder so ähnlich. Aber es war etwas nervig, aber die Passage war schon cool. Gibt's auch Würfel dafür? Nee. Ich glaube, ich müsste mal wieder einen anderen Wispern benutzen. Ist das so eine gute Idee? Weiß Gott gar nicht.
Ab nach oben. Beim nächsten Mal müsste ich mal den Asteroid mal benutzen, ne? Aber der Würfel ist aber auch richtig geil. Ah ne, ich habe jetzt gerade den Würfel. Du schwimmst wohl gar was? Willst du einfach selber auf der Rutsche spielen, Lappet? Ich meine nur, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten. Bleib dran, Rekord. Was kann ich dafür, wenn es mit einer Rutschpassage geht? Da kann ich so nichts dafür. Die Signale sind jetzt sehr nah. Ich hab ja keinen anderen Weg. Alter, wieder upskillt, Alter. Das war etwas kurz. Fand ich sogar voll cool. Aber ja, gut, ne? Na gut. Okay, irgendeine Goldmedaille wahrscheinlich. Wieder irgendein Mundschutz, irgendeine komische 3D-Brille. Irgendein Handschuh. Coole Schuhe. Das ist auch noch okay. Verdiene Goldmedaille als Wolf. Okay. Belohnung für Abschluss der Mission. Cool. So ein Soldatenhelm. So ein Mundschutz hier. So eine Atemmaske da. Mir fällt das Wort nicht ein. Gasmaske. Ja. Ja, Soldaten. Outfit komplett, ne? Wahrscheinlich. Cool. Nochmal für den Würfel nochmal was Spezielles. Ja. Okay. Haben wir es jetzt durch? Okay. Cutscene. Kennen wir uns? Sonic! Tails! Ich war so besorgt. Ich dachte, du wärst... Du sorgst nicht zu viel. Schau, mir geht es spitzenmäßig. Und ich habe dich seit Generationen nicht mehr gesehen. Alles klar? Oh Gott, dieser... Die Nein. Die gute Nachricht ist, dir geht es gut. Die schlechte Nachricht ist, Dr. Eggman hat einen Plan, uns in 3 Tagen zu vernichten. 3 Tage, hä? In der Zeit kann viel passieren. Ah, wir haben schon mal ein Territorium, haben wir schon mal vor uns erobert. Geheimes Level freigeschaltet, du kannst jetzt Feuerkanone 1 spielen. Okay. Nächste Episode, Sunset High. Ja, aber das machen wir dann im nächsten Mal. Deswegen würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part in Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao Leute, macht's gut.